Als er 1978 das Konzept des Ökokritizismus vorschlug, wollte William Ruckert die Poesie fördern, um ein ökologisches Bewusstsein zu entwickeln. Aber können Dichter helfen, ein ökologisches Bewusstsein zu entwickeln? In Polen wie in vielen anderen Ländern lebt die Ökopoesie unter zeitgenössischen Dichtern. Sie stellen sich die Herausforderung, Worte und Perspektive zu finden, die über unsere Sprache und Denkweise hinausgehen. Ursula Zajaczkowska ist eine von ihnen. Sie arbeitet in Warschau als Universitätsbotanikerin. Ihre Vollzeitbeschäftigung ist die Beobachtung von Pflanzen und deren Verhalten. Im Laufe der Zeit hat sie viele akademische Arbeiten über ihre Forschung veröffentlicht. Neben ihrer Arbeit als Botanikerin ist sie auch Dichterin und Videokünstlerin. Dies versetzt sie in die einzigartige Lage, hauptberuflich mit Pflanzen zu arbeiten und sie zu beobachten. Obwohl sie selbst Wissenschaftlerin ist, steht sie der Fähigkeit der Wissenschaft skeptisch gegenüber, zu einem ökologischen Verhältnis zwischen Mensch und Natur zu gelangen. Ihre Motivation, Gedichten zu schreiben, ist, dass sie glaubt, dass Poesie ein produktiveres Werkzeug ist, um Pflanzen zu beschreiben, als die Wissenschaft, da letztere keine Empathie für Pflanzen vermittelt. Im Jahr 2016 drehte sie den Film Metamorphose der Pflanzen, inspiriert von Goethes gleichnamigem Gedicht. In diesem Video imitiert Patrick Walczak, ein Solotänzer des polnischen Nationalballetts, die Bewegung von Pflanzen. Ursula Zajaczkowska benutzt ihr eigenes Laborfilmmaterial vom Pflanzenwachstum, um die Bewegung der Pflanzen zu illustrieren. Dieses Video veranschaulicht die Schönheit der allmählichen Pflanzenbewegung. Laut Ursula Zajaczkowska ist die Bewegung der Pflanzen ihre Kommunikation, ihre Reaktion auf die Umgebung. Zum Beispiel ihre Tendenz, sich als Reaktion auf Licht vertikal zu bewegen. In ihrem Sachbuch Patiki Badile von 2019 taucht sie tiefer in die Körpersprache der Pflanzen ein. Pflanzen haben die besondere Eigenschaft, dass das, was um sie herum passiert, in ihrem Körper niedergeschrieben wird. Ursula Zajaczkowska versucht, Körper zu lesen und ihre Geschichte zu entdecken. Etwas von Kreaturen zu verstehen, die außer ihrem eigenen Körper keine Sprache haben. In ihrem neuen und dritten Gedichtband Piach oder Sand, der 2020 erschien, erforscht sie die Position des Menschen, wenn er das anthropozentrische Zentrum verlässt. Sie arbeitet dies mit dem Konzept der Schwerkraft und der Vertikalität und Horizontalität unseres Körpers heraus. Dies in einer Sammlung, von der der Titel auf den Staub verweist, aus dem der Mensch gemacht ist und zu dem er zurückkehren wird. Ein Hinweis darauf, dass unser eigener Zerfallsprozess nicht weit entfernt ist. Genauso wenig wie der Verfallprozess der Natur, wie die Abdrücke von verrottetem Herbstlaub auf dem vorderen und hinteren Umschlag sowie auf der Seite bestätigen. Das erste Gedicht der Sammlung ist Evolutionen, Revolutionen. Ein Gedicht, in dem die Dichterin im Bett liegt und nicht aufstehen will. Ursula Zajaczkowska verwendet Tiere ohne Füße wie Aale, Plattwürmer und Muscheln und verbalisiert diese Nomen. Dies deutet darauf hin, dass die Dichterin sich im Zustand von Tieren befindet, die auf der Evolutionsleiter vermeintlich weiter unterstehen. Sie trotzt so der Evolution. Die Dichterin hat keine Lust, sich zu erheben, keine Lust, sich in einen Fisch, einen Frosch, eine Echse, einen Affen zu verwandeln, um schließlich jener aufrechte Mensch zu werden. Der Grund wird deutlich, weil der Mensch diese vertikale Position missbraucht hat. Es hat zu Siegen und Massakern geführt.
eine vertikale Position bedeutet nicht nur aktiv, lebendig, sondern auch dominierend zu sein. In einem Kampf versucht ein Mensch, den anderen in die Horizontale zu bringen. Wo die Dichterin in diesem Gedicht in Bewegung ist, was das Wort gehen andeutet, ist er nur in einer horizontalen Haltung. Sie ergibt sich in Liegsamkeit und zeigt Merkmale einer Pflanze. Das heißt, ein Lebewesen, das auf der Evolutionsleiter noch tiefer steht. In ihrer Revolte gegen die Evolution und durch ihre horizontale Haltung befindet sie sich in einer gleichwertigen Position mit den Pflanzen. In einem anderen Gedicht, Waagerecht, diskutiert sie die horizontale Position. In diesem Gedicht bezieht sich die horizontale Position auf den Tod. Die Schwerkraft überwindet den vertikalen Widerstand des Lebens. Alles, was tot ist, befindet sich in einer horizontalen Position. Laub, Hölzer, Samen, Mistkäfer, parallel zu unserer gemeinsamen Linie, dem Horizont, der die Landschaft in zwei Hälften teilt. Eine Reflexion über den Tod als eine Situation, in der die Beziehungen zwischen Mensch und Natur endgültig ausgeglichen sind. Eine Situation, in der es endlich möglich scheint, gleichwertig zusammen zu sein. Die Konsequenz in diesem Gedicht ist jedoch der Tod und eine Landschaft, die gespalten ist. Sie beschließt ihre Sammlung mit dem Titelgedicht Sand. Hier wird deutlich, dass die Dichterin trotz allem die vertikale Haltung bevorzugt. Die Haltung, die der Schwerkraft Widerstand bietet. Das Gedicht ist eine Reaktion auf das Gedicht »Die Welt zu sehen im Korn aus Sand« von William Blake. Für die Dichterin ist »Die Welt zu sehen im Korn aus Sand« schwindelerregend. Sie will nicht in die Rutsche der Unendlichkeit, in die Paradoxien der Teilung fallen. In der Spiegelung in einer Pfütze das Gleichgewicht verlieren. Ihr Ausweg ist, sich zur Vernunft durchzuringen, in ihrem Körper mit Augen und Ohren und einem besiegten Kopf, dieser mal aufreckt, im Widerstand, lebendig, vertikal. In einem Körper, der wiegt und als Ganzes, als ob der Körper eine unabhängige Entität wäre, in den Wald geht. Und die schrecklichen Fußspuren im Sand hinterlässt. Dies scheint den Versuch als undurchführbar zu akzeptieren, eine völlig gleichberechtigte Position mit anderen Lebensarten zu erreichen. Dass es unvermeidlich ist, dass die Anwesenheit von Menschen in dem Raum, den sie mit Tieren und Pflanzen teilen, bis zu einem gewissen Grad destruktiv ist. Können Ökopoeten helfen, ein ökologisches Bewusstsein zu entwickeln? Im Fall von Ursula Zajaczkowska können wir sagen, dass ihre Sammlung Piach den Leser stark zum Nachdenken über die dominante Position des Menschen in der Natur anregt. Ihre Arbeit als Videokünstlerin in dem Video Metamorphose von Pflanzen geht noch einen Schritt weiter, da sie die Verbundenheit von Mensch und Pflanze erforscht. Vielleicht liegt das an dem Medium der Bilder, das sie hier verwendet. Dennoch bin ich neugierig, was mit der Dichterin passiert, nachdem sie in den Wald gewandert ist. Thank you.